Hi und willkommen zu meinem Video. Ja, ich wollte mit euch über etwas reden, was mir zurzeit aufgefallen ist und wo ich gerade, ich hatte da echt also ich war letzte Woche am Samstag war es, mit meiner Mama zusammen beim Euronics, weil meine Mutter hat einen neuen Drucker gebraucht, weil mein erster, ich die hatte, also. Ja, also es war so, dass mein erster Drucker, den ich jemals hatte, den habe ich meiner Mutter vererbt und habe einen neuen bekommen. Meinen zweiten Drucker habe ich dann meinem Vater vererbt und habe dann jetzt meinen aktuellen bekommen. Und deswegen war es dann so, dass mein erster Drucker jetzt leider endgültig den Geist aufgegeben hat. Warte, entschuldigt, ich muss zwischendrin immer mal wieder hier die Haare zusammenkehren. Und das war dann halt ein bisschen blöd. Und dann ist der jetzt irgendwie am Samstag endgültig, hat er der Geist aufgegeben. Und dann haben wir gesagt, dann gehen wir mal los und gucken, ob es beim Euronics einen neuen gibt. Und ich habe noch ein Kabel gebraucht und noch anderes Zeug. Ja, und eben dann sind wir los und waren dann da beim Euronics. Und dann waren da, glaube ich, so sieben, also so vier Laserdrucker. So von HP, also ganz was echt teure Geräte waren. Und ich glaube, lasst mich jetzt das Falsche erzählen. Oh nein, friss bitte nicht, das ist deine eigenen Haare, Schatz. Dann halt noch so, glaube ich, drei verschiedene Arten von normalen Tintenstrahlerdruckern. Und da habe ich so zu dem Verkäufer, hat der Verkäufer so gesagt, ja, sie hätten in diesem Monat nur drei Geräte geliefert bekommen. Also drei Geräte insgesamt, nicht drei verschiedene Typen, sondern drei Geräte insgesamt. Und dann habe ich so gefragt, ja, warum? Und er so, ja, wegen den Chips, die da drin sind. Und dann habe ich mir so gedacht, boah, krass. Und dann hat meine Mutter mir erklärt, auf dem Heimweg, weil meine Mama hat sich so ein bisschen früher mit so Sachen beschäftigt. Also sie hat das noch damals, glaube ich, in ihrem Abi drin gehabt oder wie auch immer. Wie werden Computer und so gebaut und so Zeug. Also sie war, ist kein Maschinenbau, aber ja, ich mache schon weiter. Aber doch schon so dieses, das war damals im Technikunterricht, als meine Mutter auf die Schule gegangen ist, wurden die Halbleiter und so weiter wirklich noch besprochen, wo es dann auch gelernt hat, wie das dann funktioniert. Möchtest du jetzt gekämmt werden oder möchtest du nicht gekämmt werden? Entscheide dich, junger Mann. Ja, auf jeden Fall hat er mir dann erklärt, dass in allen Geräten, egal welches Halbleiter drin sind, die dafür sorgen, dass das Zeug funktioniert und dass das dann so. Nee, friss bitte nicht deinen Kamm. Ja, und dass das dann halt sozusagen die Daten und alles überträgt. Und dann hab ich so gedacht, oh. Und dann habe ich mir so gedacht, wow. Und dann sind wir da durch den Euronics gegangen und das sah echt aus so, das hatte so ein Endzeit-Szenario, weil da war wirklich gefühlt alles geplündert, weil sie keinen Nachschub mehr kriegen, weil die ganzen Sachen nicht mehr produzierbar gerade sind, weil die Chips fehlen. Und dann habe ich auf jeden Fall zu meiner Mutter noch so gesagt, ja gut, dann bestelle ich noch eine Festplatte, weil ich brauche noch eine in einer gewissen Größe, also 4 Terabyte. Habe ich so gedacht, habe ich halt so im Internet recherchiert und habe halt gelesen, habe also geguckt, wie viel dieselbe Festplatte gekauft kostet hat vor einem Jahr. Dann habe ich ungefähr so 88,99 € gezahlt. Und habe ich so gedacht, okay, das kann ich, das ist, ja. Und da habe ich so meiner Mutter gesagt, Mami, geh bitte los und hol mir noch diese Festplatte, weil ich habe sie von schon vorbestellt und alles. Und ja, habe aber vorher vergessen zu fragen, wie viel kostet die denn jetzt? Und die ist jetzt einfach mal 20 € teurer. Wegen Mangel. Und das ist so. Ja, also ich finde es gerade so erschreckend, weil ich mich frage, wie das passieren konnte. In einer Zeit, wo Elektronik und so weiter alles so wichtig geworden ist, wie kann es da passieren, dass man im wahrsten Sinne des Wortes einen solchen Mangel hat an Elektronik, dass nicht nur alles viel teurer wird, weil ich habe meinen ersten Drucker damals, glaube ich, für 30 € gekauft und meine Mutter musste jetzt knapp 65 zahlen. Also
mehr als die Hälfte davor, also mehr als das Doppelte. Und ja, das finde ich eigentlich, ja, ich weiß dann auch nicht, wo, also jetzt würden viele sagen, ja, dann kaufst du halt auf Amazon, da kostet tatsächlich noch weniger, aber bei sowas bin ich dann immer vorsichtig, weil ich sage, ich weiß nicht, wenn es dann so viel, wie es dann in der Post behandelt wird und nicht, dass die dann das irgendwo rumschmeißen und dann hast du eine kaputte Festplatte, dann musst du zurückliefern und oh, nee, zurückschicken und nee, das ist mir zu stressig. Da gehe ich lieber in den Laden meines Vertrauens. Aber wenn ich so mir überlege, dass die Elektronik von der technischen Seite her viel weniger haltbar ist als früher. Ich meine, es ist kein Geheimnis, dass es in vielen Geräten heutzutage tatsächlich Abschaltmechanismen gibt oder Updates, die es kaputt machen und so Zeug. Oh, das klang nicht gut. Aber es, ja, und so Zeug, wo man sich dann auch die Frage stellt, ob das überhaupt noch legal ist. Also ich finde es nicht, dass es nicht okay ist. Und ja, und dann, aber im Austausch dafür kostet die Elektronik und alles viel mehr. Also, tja. Aber nicht, weil sie mehr kostet, weil sie mehr kostet, weil es bessere Elektronik ist oder weil sie irgendwie was Besonderes reinbauen, sondern einfach, weil die Grundsachen schon nicht mehr lieferbar sind, wo ich dann schon für mich auch so ein leicht erschreckend, also so ein, ja, so die Frage stelle, wo steuern wir eigentlich hin? Und ich meine, wir haben das Zeug, das wir brauchen, wie Drucker oder Computer oder Handys und das Zeug wird so teuer oder es gibt auch Zeug, das gar nicht mehr richtig produziert werden kann, weil die Chips fehlen. Ich meine, ich werde nie vergessen, dass ich während Corona eine Switch wollte, eine Nintendo Switch. Und dann habe ich überall gesucht und es hieß überall, tut uns leid, es gibt gerade keine, weil nicht lieferbar. Und es ist gerade so oft so. Also ich meine, wenn man es jetzt mal so überlegt, es ist mit so vielen Dingen so in der Elektronikwelt, dass sie nicht mehr lieferbar sind. Und da sprechen wir jetzt nicht nur von der Unterhaltungselektronik. Nee, wir sprechen ja auch von Sachen wie Kühlschränken oder Bohrmaschinen, Sägen. Oder einfach auch solche Sachen, wo zum Teil nicht mehr erhältlich sind. Weil jetzt einfach gerade, das habe ich jetzt gut gefangen gerade. Wenn ihr wüsstet, wie elegant ich das jetzt gerade gefangen habe. Ich bin gerade selbst von mir begeistert, sorry. Ja, oder auch Kühlschränke. Und wenn dieser Chipmangel nicht bald irgendwie behoben wird, dann wird es ganz viele Sachen nicht mehr geben. Das sind nicht nur Computer, Fernseher und so Zeug betroffen. Nein, da geht es auch um Herde, um Herzschrittmacher. Ich meine, die brauchen auch Chips. Um Blutdruckmessgeräte, um Fieberthermometer, um Beatmungsmaschinen, um Autos. Oder auch so Sachen wie Kühlschränke oder ein Herd. Oh, ich will mir ja nächstes Jahr gerne, wenn ich es schaffe. Also mein Ziel ist, ich möchte mir einen besonderen Herd zulegen, weil der hat eine Dampfgarfunktion. Und er misst im Kuchen, wie weit der Kuchen schon ist und gibt den Kuchen dann wirklich, damit er durchgebacken ist. Da muss man nicht mehr dieses Stäbchenproben-Ding machen. Das macht der Herd von alleine. Aber ich weiß heute nicht, ob ich diesen Herd nächstes Jahr bekomme, weil es kann sein, dass der nächstes Jahr schon nicht mehr verfügbar ist oder besser gesagt nicht produzierbar wegen Chipmangel. Und das ist sowas, wo ich ganz ehrlich für mich auch sagen muss, es ist erschreckend. Es ist erschreckend, weil wir in einer Welt angekommen sind, in der wir unglaublich von der Elektronik abhängig sind. Und dennoch sind wir jetzt an einem Punkt angekommen, wo der Punkt des Brauchens und der Punkt des Produzierens eine immense Diskrepanz entwickelt hat.
Und ja, man braucht nicht alle paar Wochen einen neuen Kühlschrank oder so. Aber lass mal zur selben Zeit jetzt ganz viele Sachen kaputt gehen. Also ein Beispiel, ein ganz normaler durchschnittlicher Haushalt und eigentlich schon hat noch Geräte, die halt jetzt sagen wir mal 10 Jahre alt sind. Und jetzt, dann geht die Kaffeemaschine kaputt. Der Fernseher, eine Festplatte braucht man auch noch. Das Telefon. Ein Kühlschrank und eben ein Herd. Oder lass uns mal jemanden haben, einfach der auch mal seinen Erstbedarf hat. Und das geht gerade so ins Geld, das ist unglaublich, wenn man sich das überlegt. Und wenn man sich teilweise auch überlegt, dass das früher, damals, als ich jünger war, hat man Handys für 100 Euro bekommen. Ja. Oder sogar noch günstiger. Ich weiß es gar nicht, weil ich habe es damals nicht selber zahlen müssen. Aber ich weiß noch, dass damals meine Mutter gesagt hat, 100 Euro für ein Handy ist immens teuer. Und wenn ich mir das so überlege, 100 Euro für ein Handy und heutzutage, wenn man teilweise die Samsung oder die Apple-Handys hat, ist man bei 1000 Euro. Das ist schon ein Unterschied. Ja, Technik ist auch fortgeschritten. Aber was man auch nicht vergessen darf, oh, ich habe so ein blödes Reiskorn, das hängt mir seit Stunden da drin. Aber was man auch nicht vergessen darf, ist die Tatsache, in den letzten 2, 3 Jahren sind, oder 10, 3 bis 10 Jahren, 3 bis 15 Jahre, weiß auch nicht so genau, sind die Innovationen auf dem Markt stehen geblieben. Und wenn ich das als Standard nehme, dass das stehen geblieben ist, und so viele Handys, jedes Jahr neue Handys brauchen, wo viele Chips brauchen, die vielleicht für andere Geräte viel wichtiger wären. Da fände ich es besser, wenn wir irgendwie eine Möglichkeit fänden, auch mal mit unseren alten Geräten länger umzugehen. Ich meine, ja, neuer Herd, eigentlich funktioniert unsere noch, aber zum Beispiel der von meiner Mama, wo meine Mama wohnt, ja, mit meinem Papa. Also sie wohnt eigentlich hier bei mir, wohnt aber auch bei meinem Papa und kocht da unten. Und der Herd ist zum Beispiel schon uralt. Der ist eingebaut worden zu Zeiten, als meine Großeltern noch hier in diesem Haus gewohnt haben. Und ja, und ich würde meiner Mutter meinen alten Herd vermachen. Also der wird dann nicht weggeschmissen, sondern der wird dann vermacht und der uralte Herd. Der kommt dann halt auf dem Müll, damit er, weil der geht auch schon nicht mehr da. Teilweise da geht das Licht schon nicht mehr an und einige Funktionen funktionieren nicht. Die Platte lässt sich auch nicht mehr wirklich aufheizen. Also es wird recycelt. Und ich fände es besser, wenn wir alle so ein Recycling-Ding hätten. So dieses einfach es weiterreichen an jemanden anders, der es vielleicht noch brauchen kann. Ja. Gut, das ist alles, was ich zu diesem Thema zu sagen habe. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr da auch so schon eure Erfahrungen gemacht habt in der letzten Zeit. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.rietmeier@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit und ja, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Ach, das ist wieder die eine da. Die ruft gerade jeden Tag voll spät an, um mit meiner Mutter zu reden. Und meine Mutter hat so gar keine Zeit eigentlich gerade, weil mein Papa gerade im Urlaub ist. Ja, ist dann dieser Moment, wenn man nicht ans. Oh, vielleicht ist sie doch jetzt mal rangegangen. Erfahre ich später. Gut, also dann, ich wünsche euch was. Bis bald. Tschüss.